25. Lektion. Ein wahrer Schatz. Guten Abend, Liebling. Warum bist du noch im Bett? Bist du krank? Nein, es geht mir sehr gut. Aber mein Krimi ist so spannend. Hol dir was zum Essen aus dem Kühlschrank, ja? Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Nein. Warum? Hör mal, der Mörder ist nicht der Gärtner, sondern... Was erzählst du da? Ja, und stell dir vor, der Bruder ihres Mannes liebt sie auch. Du, es ist 7:30 und wir erwarten 10 Personen zum Abendessen. Was sagst du da? Um Gottes Willen, ist heute der 13.? Ja, Freitag, der 13. Januar. Mein Gott, was sollen wir bloß machen? Das, was wir immer machen, mein Schatz. Ich reserviere einen Tisch im Restaurant und du ziehst dich inzwischen an, nicht wahr? Ein wahrer Schatz. Guten Abend, Liebling. Warum bist du noch im Bett? Bist du krank? Nein, es geht mir sehr gut. Aber mein Krimi ist so spannend. Hol dir was zum Essen aus dem Kühlschrank, ja? Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Nein, warum? Hör mal, der Mörder ist nicht der Gärtner, sondern... Was erzählst du da? Ja, und stell dir vor, der Bruder ihres Mannes liebt sie auch. Du, es ist 7:30 und wir erwarten 10 Personen zum Abendessen. Was sagst du da? Um Gottes Willen, ist heute der 13.? Ja, Freitag, der 13. Januar. Mein Gott, was sollen wir bloß machen? Das, was wir immer machen, mein Schatz. Ich reserviere einen Tisch im Restaurant und du ziehst dich inzwischen an, nicht wahr? Stellen Sie sich vor, mein Bruder liebt Ihre Schwester. Anne bleibt heute im Bett, denn sie ist krank. Ich hole mir was zum Trinken aus dem Kühlschrank. Heute ist Donnerstag, der 11. September. Sie erwarten heute Abend viele Gäste.
herzlichen Dank. Viel Glück!